Hier sind wir in der Bundesliga am Mikrofon, Manni Breukmann und Frank Buschmann. Die heutige Begegnung Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. Der FC Bayern München, das ist in Deutschland der Überclub. Na klar, die Fakten lügen nicht. Rekordmeister, Rekordpokalsieger und erster Platz in der ewigen Tabelle der Bundesliga und auch international ist Bayern München natürlich der mit Abstand erfolgreichste deutsche Verein. So, jetzt genug geredet, genug spekuliert. Nun wird hier Fußball gespielt. Eigner. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Xabi Alonso. Was für ein cleverer Pass. Götze. Das könnte gefährlich werden, denn der schießt immer sofort und platziert. Lewandowski. Lahm. Philipp Lahm auf schnellen Füßen ist seinem Bewacher entwischt. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Wenn das mal nicht gefährlich wird, das sind Situationen, die können teuer zu stehen kommen. Ballverlust im Aufbauspiel. Nein, das sind keine Egoisten, sie helfen ihm. Robben, Arjen Robben, unfassbar schnell, unfassbare Technik, ein Tempodribbler par excellence, ist als Flügelspieler fast unersetzbar. Xabi Alonso. Philipp Lahm. Meier. Das sieht aus wie Training. Perfekt. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Eigner. Und jetzt haben sie es. Das Tor. Tor, liebe Fußballfreunde. Volley reingesemmelt. Unfassbar. Hoch die Tassen. Xabi Alonso. Der macht sie nicht selber rein. Er bereitet sie vor in unnachahmlicher Manier. Dante. Xabi Alonso. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Schuss und... Das gehört nun tatsächlich zum Grundrepertoire. Das kann auch ein Schülerkeeper. Ja, also wenn er den nicht locker aufnimmt, dann weiß ich gar nichts mehr. Gut gemacht. Ribéry. Ribéry. Mario Götze. Sie treten hier wirklich als gutes Team auf. Lahm. Alaba. Götze. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Deck. Jetzt schießt er. Und? Ganz ehrlich, das hätte der Ausgleich sein müssen.
Chandler. Mein lieber Mann, jetzt läuft der Ball aber wie am Schnürchen. Tja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft, fantastisch. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Lahm. Jetzt aber! Mario Götze! Da kommt keiner mehr ran. Den hat er fest, den hat er sicher. Er hält den Ball fest, der Keeper. Andauernd hast du den Ball und am Ende nützt es dir nichts. Das sehen wir hier in der Ballbesitzstatistik. Und das ist dann im Fall von Bayern München hier wieder die Geschichte mit Quantität und Qualität. Philipp Lahm. Xabi Alonso. Ja, da kann sich der Torhüter bei ihm bedanken, dass dieser Ball nicht durchkam. Das hat er klasse gemacht. Was will mehr ein 1:0 zur Pause sagen? Gar nichts. Alle Möglichkeiten für beide Teams in Durchgang 2. Es riecht nach Blamage in diesem Spiel, aber es sind ja noch 45 Minuten. Aber Manni, guck dir mal die Gesichter der Fans an. Die glauben das auch nicht. Das gibt vielleicht, noch setze ich ein Vielleicht dazu, eine große Überraschung. Der Schiedsrichter pfeift die Partie an. Die zweite Halbzeit läuft. Alaba. Xabi Alonso. Ribéry. Philipp Lahm. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Die Flanke kommt nicht durch. Der Ball geht ins Aus. Es gibt Eckball für den FC Bayern München. Jetzt geht er fast an seine Auswechselgrenzen. Er bringt zwei neue auf einen Schlag, der Trainer. Boateng! Ja, dann ist so ein Kleinen, wie man im Ruhrgebiet sagt. Der müsste eigentlich ein bisschen größer sein. Ja, ja, also das ist einfach nicht zu machen für ihn. Also da kann er nicht drankommen. Da bräuchte er Körpermaße eines Basketballers. Ja, das sind natürlich genau die Situationen, die man im Training einstudiert. Sehr, sehr guter Versuch nach dieser Ecke. Die verstehen sich blendend. Philipp Lahm. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Götze. Philipp Lahm. Robben. Das war eine faire Aktion. Aigner. Meier. Ribéry. Rode. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Lahm. Alaba. Müller. Alaba. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Das ist noch eine Solidarität und Liebe unter den Menschen. Sie helfen ihm. Götze. Sofort abgezogen und... Ja, das muss Eckball geben für den FC Bayern München. Und jetzt doppelte Auswechslung. Gleich zwei Spieler kommen neu in die Partie.
hat den Ball sofort verarbeitet. Boateng. Alaba. Jérôme Boateng. Es ist noch nichts verloren. Die Kulisse ist da. Die Fans haben noch nicht aufgesteckt. Nur ein knapper Rückstand gegen den FC Bayern München. Die Schussstatistik, da fällt mir der Begriff Zielwasser. Ja, wir arbeiten an der Feinjustierung. Ribéry. Und Abstoß. Und Philipp Lahm verlässt das Feld. Hasebe. Da ist Alexander Mattlung. Andersson. Wunderbar gemacht. Das Bällchen läuft hier hin und her und macht genau das, was die Spieler wollen. Meier. Dieses Spiel, es endet 1:0. Ich habe ja was gegen Superlative. Aber das ist ja schon fast eine Sensation, was wir da heute gesehen haben. Reicht das fast, Manni? Das ist eine Sensation. Aber die haben auch gekämpft bis...